Während viele fleißige Leute gerade wegräumen, darf ich Ihnen heute noch kurz zeigen, was wir jetzt beim Bußgottesdienst mit den Erstkommunen gefeiert haben. Hier haben wir Ruinen. Diese Ruinen beziehen sich auf den Jesaja-Text, in dem es heißt, dass Gott die Trümmern wieder aufbauen wird. Ja, eine Ruine ist ja nichts Erfreuliches, sondern ein kaputtes Haus. Aber letztendlich ein bisschen stehen die Mauern noch da, es sind ja nicht nur Trümmer, die hier herumliegen. Auf der anderen Seite heißt es auch im Jesaja-Text, dass Gott wieder Licht in die Finsternis bringt. Wir haben uns auch überlegt über die kleinen und größeren Trümmer unseres Lebens. Ich hoffe, es gibt nur ganz kleine. Und am Ende des Gottesdienstes haben wir hier überall die Kerzen hingestellt, damit Licht in die Finsternis kommt, so wie es eben auch im Jesaja-Text heißt. Fastenzeit beginnt bald, auch eine Zeit, um unsere Ruinen wieder in Stand zu setzen und auch Licht in unsere Finsternis zu bringen.